Der Sturz geschah im letzten Drittel des Parcours mit 29 Hindernissen. Benjamin Winter war diesen Tisch, der zum normalen Schwierigkeitsgrad gehört, forsch angeritten. Sein Wallach Ispo blieb mit den Vorderbeinen am Hindernis hängen, überschlug sich und fiel auf den schon am Boden liegenden 25 Jahre alten Warendorfer. Winter wurde sehr schnell erstmedizinisch versorgt. Sein Pferd nahm keinerlei Schaden. Der Juniorenweltmeister von 2006 wurde anschließend mit dem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Dort erlag Benjamin Winter seinen schweren Verletzungen.